Hallo an alle, ihr schaut den Kanal Unglaubliche Fakten. Deutschlands moderne Panzer, allen voran die Leopard 2 Serie, stehen an der Spitze der gepanzerten Kriegsführung. Der Leopard 2 A7 Plus verfügt über eine fortschrittliche modulare Panzerung, eine leistungsstarke 120mm Kanone und modernste Technologie für überlegene Feuerkraft, Mobilität und Situationsbewusstsein. Kontinuierliche Upgrades und eine erfolgreiche Erfolgsbilanz auf den globalen Märkten zeigen Deutschlands Engagement für Spitzenleistungen bei gepanzerten Streitkräften. Heute stellen wir euch die 8 besten in Deutschland gebauten Panzer vor. Marder. Der Marder Medium Tank ist ein Demonstrationsprojekt, das von der deutschen Firma Rheinmetall Defense entwickelt und konstruiert wurde, um den Bedarf der indonesischen Streitkräfte an einem leichten Panzer zu decken. Dieser neue, leichte Panzer basiert auf einem modifizierten Fahrgestell des Schützenpanzers Marder 1A3. Aufgrund seiner hohen Mobilität kann der Marder Medium Tank zusammen mit dem Kampfpanzer Leopard 2A4 oder zur Unterstützung anderer gepanzerter Kampffahrzeuge eingesetzt werden. Dank seines geringeren Gewichts bietet er die taktische Vielseitigkeit, die für die Beherrschung aktueller und zukünftiger Schlachtfelder und anderer Szenarien, zum Beispiel des urbanen Krieges, unerlässlich ist. Der Marder ist mit einem elektrisch stabilisierten 3-Mann-Turm Leonardo Hitfact 2 mit einer 105mm L52-Kanone als Hauptbewaffnung ausgestattet. Die zweite Bewaffnung des Turms umfasst ein 7,62 mm Maschinengewehr in Koaxialmontage, ein 7,62 mm oder ein 12,7 Maschinengewehr in Zapfenmontage und ein Satz Rauchgranatenwerfer. Die Wanne bietet ein hohes Maß an Schutz gegen den Beschuss mit Kleinwaffen und mittelkalibriger Munition. Das Fahrgestell ist auch gegen improvisierte Sprengsätze und Minensprengungen geschützt. Leopard 2A5. Der Kampfpanzer Leopard 2A5 ist eine grundlegend verbesserte Variante des Leopard 2. Er wurde 1990 eingeführt. Bis 1998 wurden insgesamt 225 Leopard 2 Kampfpanzer der Bundeswehr auf den 2A5 Standard umgerüstet. Zu dieser Zeit wurde der Leopard 2A5 als der beste Kampfpanzer der Welt bezeichnet. Der 2A5 verfügt über einen deutlich verbesserten Panzerschutz im Vergleich zu seinem Vorgänger. Der Turm ist mit einer keilförmigen modularen Zusatzpanzerung ausgestattet. Auch an der Vorderseite der Wanne wurden modulare Zusatzpanzerplatten angebracht. Beschädigte Panzermodule können unter Fehlbedingungen leicht ausgetauscht werden. Der Leopard 2A5 erhielt auch eine stärkere Bewaffnung. Er ist mit einer verbesserten 120mm L44 Glattrohrkanone ausgestattet. Die Feuerleitanlage dieses Panzers wurde ebenfalls verbessert. Die Sekundärbewaffnung ähnelt der des Leopard 2 und besteht aus zwei 7,62 mm Maschinengewehren. Eines davon ist koaxial mit der Hauptkanone montiert, das andere befindet sich auf dem Dach. Revolution. Der Revolution ist ein modulares Aufrüstungspaket für den Kampfpanzer Leopard 2A4. Er wurde von Rheinmetall entwickelt. Dieser Panzer wurde erstmals 2010 vorgestellt, er ist auch als Leopard 2A4 Evolution bezeichnet. Der Kampfpanzer Leopard 2A4 war eine endgültige Version des Leopard 2. Die meisten Leopard 2 Panzer wurden auf diesen Standard aufgerüstet und er wird immer noch von einer Reihe von Ländern in großer Zahl eingesetzt. Der Kampfpanzer Revolution eignet sich besser für die Kriegsführung in Städten und bei Konflikten mit geringer Intensität. Der Panzer verfügt über einen verbesserten Gesamtschutz. Er ist mit der neuen Verbundpanzerung Advanced Modular Armor Protection ausgestattet. Dabei werden neue Keramikmaterialien sowie moderne Titan- und Stahllegierungen verwendet. Diese Panzerung bietet ein höheres Schutzniveau gegen ein breites Spektrum von Bedrohungen. Der Panzer ist außerdem mit neuen Rheinmetall ROSY Rauchgranatwerfern ausgestattet. Diese bauen innerhalb von 0,6 Sekunden einen Rauchvorhang auf. Insgesamt ist der Revolution-Panzer weniger anfällig für Hinterhalte, Panzerfäuste, Panzerabwehrraketen, improvisierte Sprengsätze und Minen.
Der Kampfpanzer Revolution verfügt weiterhin über eine vollstabilisierte 120mm L44 Glattrohrkanone des Leopard 2A4. Die Kanone wird manuell geladen. Sie ist mit allen standardmäßigen 120mm Panzermunition der NATO sowie mit den neuesten programmierbaren HE-Munition kompatibel. Leopard 2A6. Der Kampfpanzer Leopard 2A6 ist eine Weiterentwicklung des 2A5. Er wurde gegenüber seinem Vorgänger stark verbessert und ist heute einer der besten Kampfpanzer der Welt. Zum Zeitpunkt seiner Einführung übertraf der Leopard 2A6 den M1A2 Abrams, den Challenger 2 und den Leclerc in Bezug auf Schutz, Feuerkraft und Mobilität. Der Panzerschutz wurde verbessert. Der Leopard 2A6 ist durch eine Verbundpanzerung der neuen Generation geschützt und verfügt über eine modulare Außenpanzerung. Außerdem können Zusatzpanzerungen einschließlich explosivreaktiver Panzerblöcke angebracht werden. Der Panzer Leopard 2A6 ist mit der Rheinmetall 120mm L55 Glattrohrkanone bewaffnet, die eine längere Version der L44 ist, die im Leopard 2A5 verwendet wird. Sie hat eine bessere Schussgenauigkeit und eine größere Reichweite im Vergleich zum 2A5-Panzer. Es ist erwähnenswert, dass die L55-Kanone in jeden Leopard 2 Kampfpanzer ohne wesentliche Änderungen eingebaut werden kann. Diese Kanone wird manuell geladen und ist mit Standard-NATO-Munition kompatibel. Der Leopard 2A6 verfügt über eine Jägerkiller-Fähigkeit. Der Kommandant verwendet ein Panorama-Zielgerät mit Wärmebildkamera, um nach Zielen zu suchen. Sobald das Ziel ausgewählt ist, wird das Geschütz automatisch auf das Ziel ausgerichtet und der Richtschütze führt den gesamten Ziel- und Schussvorgang durch. Leopard 2 PL. Im Jahr 2015 wählte das polnische Verteidigungsministerium das deutsche Unternehmen Rheinmetall als bevorzugten Bieter für die Modernisierung der älteren Leopard 2A4 Panzer aus. Eine verbesserte Version wurde von Rheinmetall in Zusammenarbeit mit einer Reihe polnischer Unternehmen entwickelt. Sie wird Leopard 2 PL genannt. Der Demonstrator wurde 2016 erstmals der Öffentlichkeit vorgestellt. Die Aufrüstung des Leopard 2 PL ähnelt weitgehend dem Rheinmetall Revolution Kampfpanzer. Er verfügt über einen verbesserten Panzerschutz, eine verbesserte Kanone, ein verbessertes Visier und einige andere Systeme. Der gepanzerte Turm des Leopard 2 PL bietet einen höheren Schutz als der Turm des Leopard 2A5, erreicht jedoch nicht das Schutzniveau des Leopard 2A7. Die Panzerung ist modular aufgebaut, sodass beschädigte Panzermodule unter Fehlbedingungen ausgetauscht werden können. Der Leopard 2 PL ist nur geringfügig schwerer als sein Vorgänger. Er wiegt 60 Tonnen im Vergleich zu 56,6 Tonnen des ursprünglichen Leopard 2A4. Rund 3 Tonnen Zusatzpanzerungen wurden an der Vorderseite und den Seiten des Turms angebracht. Der Leopard 2 PL-Panzer hat die 120mm L44 Glattrohrkanone seines Vorgängers beibehalten. Die Kanone wurde jedoch von Rheinmetall so modifiziert, dass sie mit neu entwickelter Hochdruckmunition, wie zum Beispiel der programmierbaren Hochexplosivmunition DM11 und den panzerbrechenden Hochleistungsgeschossen DM53 und DM63, kompatibel ist. Leopard 2A7+. Krauss-Maffei Wegmann hat den Kampfpanzer Leopard 2A7+ der nächsten Generation für die Bundeswehr entworfen und entwickelt. Der neue Kampfpanzer ist eine Weiterentwicklung des Kampfpanzers Leopard 2A6 und verfügt über verbesserte Schutz- und Aufklärungsfähigkeiten. Er kann sowohl in Konflikten mit geringer als auch mit hoher Intensität eingesetzt werden. Der Panzer ist mit einem modularen Schutzsystem mit passiven Panzerungsmodulen ausgestattet, das der Besatzung einen 360-Grad-Schutz vor Panzerabwehrraketen, Minen, improvisierten Sprengsätzen und Panzerfäusten bietet. Der Leopard 2A7+ ist außerdem mit einer modularen ferngesteuerten leichten Waffenstation FLW 200 ausgestattet, die eine aktive Selbstverteidigung gegen eine Vielzahl von Zielen ermöglicht. Das Waffensystem verfügt über eine automatische Fahrzeugerkennung und optoelektronische Ausrüstung.
Die Hauptwaffe des Panzers ist eine 120mm Glattrohrkanone L55-L44, die sowohl Standardmunition der NATO als auch neue programmierbare 120mm H-Ammunition verschießen kann. Der Panzer kann mit einem 7,62mm Maschinengewehr und 40mm Granatwerfern ausgerüstet werden. Auf beiden Seiten der Waffenstation können Rauchgranatenwerfer montiert werden, um den Panzer vor feindlicher Beobachtung zu verbergen. KF-51 Panther. Der KF-51 Panther ist ein neuer deutscher Kampfpanzer. Er wurde von Rheinmetall entwickelt. Der Panzer wurde im Jahr 2022 der Öffentlichkeit vorgestellt. Er wird als Ersatz für die nächste Generation der Leopard 2 Panzer vorgeschlagen. Der KF-51 basiert auf der Wanne des Leopard 2A4. Er ist jedoch mit einem neuen Turm ausgestattet, der eine 130mm Hauptkanone beherbergt und mit einem Autoloader versehen ist. Moderne Kampfpanzer haben ihr Gewichtslimit bereits erreicht und der Panzerschutz kann nicht mehr wesentlich erhöht werden. Deshalb haben die deutschen Entwickler von Rheinmetall den Schwerpunkt auf aktive Schutzsysteme und Vernetzungsfähigkeiten gelegt. Es gibt einen neuen Zwei-Mann-Turm, der deutlich größer ist als der des aktuellen Leopard 2A7. Das Geschütz ist mit einem Autoloader ausgestattet, dadurch konnte die Arbeitsbelastung der Besatzung reduziert werden. Der Autoloader besteht aus zwei drehbaren Trommelmagazinen mit je 10 Schuss. Insgesamt werden also 20 Schuss für die Hauptkanone im Autoloader gelagert. Dieser Panzer hat eine geschweißte Stahlpanzerwanne. Der vordere Bogen ist mit einer Kompositionspanzerung versehen. Es gibt Module mit passiver Panzerung. Beschädigte Module können leicht ausgetauscht werden. Leopard 2A8. Der Leopard 2A8 ist die neueste verbesserte Version des altehrwürdigen deutschen Kampfpanzers Leopard 2. Die neuen Panzer könnten im Jahr 2025 in den Dienst der Bundeswehr gestellt werden. Es war geplant, dass die neuen Leopard 2A8 Panzer für die deutsche Armee neu gebaut werden und nicht aus bestehenden Wannen nachgerüstet werden. Diese werden mit dem aktiven Schutzsystem Trophy ausgestattet sein. Außerdem ist er mit einem neuen Motor ausgestattet. Der Leopard 2A8 hat eine Rheinmetall 120mm L55 Glattrohrkanone. Die Kanone wird manuell geladen. Sie ist mit der gesamten NATO-Standardmunition für 120mm Panzer kompatibel. Sie kann auch programmierbare HE-Munition DM11 verwenden. Diese programmierbare Mehrzweckmunition ermöglicht die Bekämpfung von Zielen hinter Deckungen und in Gebäuden, ist aber auch gegen gepanzerte Fahrzeuge wirksam. Berichten zufolge verfügt der Panzer über ein neues Situationserkennungssystem. Einige Quellen berichten von einem 360-Grad-Sichtsystem im Inneren der Wanne. Das Gefechtsfeld-Manager-System wurde ebenfalls verbessert. Das war's, Freunde. Danke fürs Zuschauen. Schreibt in die Kommentare, welcher der Panzer euch am besten gefallen hat. Klickt auch auf den Gefällt-mir-Button und abonniert unseren Kanal, damit ihr keine neuen interessanten Videos verpasst.